bize faydadır. Es ist egal, wie viel wir unserem Propheten. Egal, wie sehr wir unseren Propheten zu unserem Allerhöchsten wertschätzen, es ist zu wenig. Onu Allah Azze ve Celle rahmet etti. Bize de emretti. Metredelim. Allah Azze ve Celle hat unseren Propheten gewertschätzt und er hat uns befohlen, ihn auch zu wertschätzen. Bütün güzel sıfatlar zaten en yüksek sıfatlar Peygamber Efendimiz'dedir. Unser Prophet sallallahu aleyhi ve sellem trägt die schönsten Eigenschaften. Ondan daha yüksek mertebede yüksek sıfatları olan ne cinde var, ne inste var, ne meleklerde var. O en yüksek mertebededir. Unser Prophet hat die höchste Stufe, er hat die höchsten Eigenschaften. Weder die Djinn, noch die Menschen, noch die Engel haben eine solch hohe Stufe wie unser Prophet, haben solch hohe Eigenschaften wie unser Prophet. Onun mertebesi Miraç gününde Allah Azze ve Celle ile en yüksek kimsenin ulaşamadığı yerde hitap etti Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Und diese hohe Stufe wurde beispielsweise an dem Tag von Miraç verdeutlicht, denn unser Prophet ist an eine Stufe gelangt, die zuvor niemand erreicht hat. Und in dieser Stufe hat Allah zu ihm gesprochen. Hürmetine Allah Azze ve Celle insanlara çok şeyler bahşetti. Onun hürmeti için de ayrı şeyler verdi. Und aufgrund der Wertschätzung Allahs gegenüber dem Propheten hat der gesamten Menschheit sehr viel gegeben und vor allem der Umma des Propheten. Bazı şeyler zahir olarak da belli. Yeryüzü bana temiz kılındı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Manche Sachen können wir auch im Diesseits erkennen. Ondan önceki peygamberlerde öyle bir şey yoktu. Yer, toprak temizdir falan diye. Onlar muhakkak bir temiz bir yer inşa etmesi lazım. Bir namaz, mescit olarak olması lazım diye. Eines dieser großen Geschenke für den Propheten war und ist, dass die Erde, der Boden für ihn als rein erklärt wurde. So war es bei den anderen Propheten nicht. Sie mussten eine Stelle finden, eine Stelle erbauen, wo sie beispielsweise ihre Gottesdienste verrichten konnten. Sie mussten Stellen bauen, die rein sind. Ja, meine Präsident, hürmetine su olmadığı vakit abdest bile, yani onun yerine abdest teyemmüm olarak yerden o abdest yerine geçiyor. Selbst wenn kein Wasser vorhanden ist, ist es möglich für den Propheten gewesen und es ist immer noch möglich für die Umma, Tayammum zu machen, das heißt mit Erde sich die rituelle Waschung vorzunehmen. Ja, üstünde necaset olmadığı vakit her tarafta ibadet yapabiliyor insan. Solange keine unreine Substanzen, also Necasa, sich auf dem Boden befindet, kann die Umma des Propheten überall seine Gebete verrichten. İster yolda olsun, ister tarlada olsun, ister binada olsun, ister kilisede olsun, ister havrada olsun, mabette olsun, nere olursa ona temiz olduktan sonra ibadet yapabilir insan. Selbst auf dem Weg, auf dem Land, in einem Gebäude, sogar selbst in der Kirche und egal wo, kann man die Gebete verrichten, solange nicht unreine Substanzen, Najasa, sich auf dem Ort des Gebets befindet. Ondan sonra bir ayrı
birçok şeyler, eski ümmetlerde olmayan şeyler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine verilmiştir onlara. Den Propheten sallallahu aleyhi ve sellem wurden Dinge geschenkt, Dinge gegeben, die den anderen Propheten, den Propheten vor ihm nicht gegeben wurden. Çok şeyler var. Bazıları da mesela oruç eski şeyde İsa Aleyhisselam'ın şeriatında dinde ve dinin değil, din hepsi İslam'dır. Bütün peygamberler İslam'dır. Şeriat biraz peygamberden ötekisine değişiyor. Und eines dieser Punkte, manche haben wir schon erwähnt, ist aber auch das Fasten. Und die Religionen sind ähneln sich sehr, sie sind das Gleiche, aber die Scharia, also die Rechtsnormen, ändern sich von Religion zu Religion. Und es heißt, dass die Religion der Islam ist und was anderes gibt es nicht. Adem Aleyhisselam da İslam. Musa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, hepsi İslam dini üzerine ama şeriat bir peygamberin ötekine bazı yasaklanıyor, bazıları serbest oluyor, bazıları fazla oluyor, eksik oluyor, öyle devam ediyor ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelene kadar. Von Adem Aleyhisselam über Nuh Aleyhisselam und allen weiteren Propheten war die Religion stets der Islam. Aber es hat sich von Religion zu Religion die Scharia geändert. Das heißt, manche Sachen waren für bestimmte Völker, bestimmte Gemeinden der Propheten erlaubt. Manche Sachen waren nicht erlaubt. Manche Sachen wurden für das nächste Volk aufgehoben und manche Sachen nicht. Es gibt Scharia-Tada, das Oruç vardı. Und in den anderen Religionen gab es auch das Fasten. In den anderen Religionen wurde jedoch 6 Monate lang gefastet. Das Fastenbrechen, also Iftar, gab es nur einmal. Also man hat einmal gegessen und so hat dann wieder das Fasten begonnen. Bize Allah'a şükür işte bir ay bir de akşam iftar edip sabah ezanla beraber yiyebiliyor. Für die Umma des Propheten ist es so, dass sie nur einen Monat fasten müssen. Und sie haben die Möglichkeit, sowohl zum Fastenbrechen, zum Iftar zu essen und genauso vor dem Ende des, vor dem Beginn des Fajr-Gebets quasi zu essen und so dann das Fasten zu beginnen. Bunun gibi çok meseleler var. Bize kolaylık olsun diye Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'in hürmetine dinimiz kolaydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine. Aufgrund der Liebe und der Wertschätzung Allahs gegenüber den Propheten hat Allah uns viele Erleichterungen in diesem Glauben geschenkt. Und deswegen sagt unser Prophet, dass diese Religion einfach ist. Mühim olan insanlar bu dini yapsınlar diye çok kolaydır. Yani insanlar bazıları zor diyor, yapamaz, edemez diye yalan söylüyorlar onlar. Es gibt Menschen, die behaupten, diese Religion wäre eine anstrengende, eine sehr, sehr belastende Religion, eine schwere, komplizierte Religion. Diese Menschen lügen. Diese Religion ist einfach und kann von jedem praktiziert werden. İbadetlerin, günde yaptığı ibadetlerin 10 katı en azından 10 katı daha fazla hareket ediyor, iş yapıyor, şey yapıyor. Onlar
bir şey değil de ibadete gelince yapamam, zordur diye şey yapıyor. Die Menschen können das Zehnfache an Bewegungen, an Erledigung erledigen im Alltag, aber wenn es um die Religion geht, um die Gottesdienste geht, empfinden sie eine Erschwernis. Und das ist ein Trugschluss dieser Menschen. Onu yapmayınca işte her türlü sıkıntı oluyor. İbadet yapmayınca Allah Azze ve Celle'nin olmayınca o vakit şeytanla oluyor. Und verrichtet man seine Gottesdienste nicht, nimmt diese nicht ernst, so entstehen viele Probleme, viele Sorgen. Und dann ist auch nicht mehr Allah das Zentrale im Leben, sondern Shaitan fängt an, die Kontrolle über uns einzunehmen. Shaitan olunca da her türlü sıkıntı oluyor tabii. Und solange Shaitan anfängt, sich mit uns zu beschäftigen, die Kontrolle über uns zu übernehmen, entstehen alle Sorgen und alle Probleme. Onun için Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak en büyük hediyedir. Allah Azze ve Celle nasip etmişse Allah şükretmek lazım bu şeye. Und so ist es das größte Geschenk für uns, dass wir den Propheten kennen dürfen und mit ihm sein dürfen. Das ist das größte Geschenk, was Allah uns gegeben hat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olunca güzel ahlaklı olur, iyi olur, herkesten iyi geçinir, ailesiyle de iyi geçinir, etrafıyla da iyi geçinir, Allah'ın sevgili kulu olur. Und wer mit dem Propheten sallallahu aleyhi ve sellem ist, der wird anfangen, Erleichterung im Leben zu finden. Dieser Mensch wird anfangen, mit seiner Familie gut auszukommen, mit seiner Umgebung gut auszukommen. Er wird anfangen, im Leben Glückseligkeit zu empfinden. Şeytan ise bu şeyi istemiyor. Devamlı Müslümanlara da hile koymuş kafalarına. Peygamber Efendimiz o da insandı bizim gibi diyorlar. Und natürlich ist Shaitan sich dessen bewusst, dass das Zusammensein, das Sein mit dem Propheten dazu führt, dass wir Erleichterungen empfinden. Und so beschäftigt er sich mit den Menschen und versucht, dieses Zusammensein, das auf dem Weg des Propheten zu sein, zu erschweren und fängt an, in die Köpfe der Menschen einzutrichtern, dass der Prophet sich nicht ansatzweise von uns unterscheidet, dass er ein gewöhnlicher Mensch ist wie wir. Oder insan bizden sonra tabi Allah Azze ve Celle'nin yarattığı Adem Aleyhisselam'ın ondan gelen sülalesinden gelen insandır Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ama onun Natürlich ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Mensch wie wir. Allah hat ihn erschaffen, so wie uns, und er ist vom Stammbaum, also er ist vom Stamme Adam. Aber onun insan olarak ruh olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben peygamberlerin en sonuncusuyum, en birincisiyim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ay Beysat olarak en sonuncusuyum diyor. Ama unser Prophet sallallahu aleyhi ve sellem sagt, er ist der letzte von den Propheten als Körper, aber er war der erste vom Ruh, also von der Seele von allen Propheten. Çünkü Allah Azze ve Celle onu peygamber olarak yarattı, nurunu yarattı. Onun için arşta kürsüde lafta La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyor. Allah hat seine Seele schon als Prophet, als erste Seele, als Prophetenseele erschaffen. Und das ist auch der Grund, warum auf dem Thron Allahs La ilahe illallah Muhammedun Resulullah steht.
Und ja, wo Pergamon sind normale Insan gibi gören insanlar, akılları azdır. Und aus diesem Grund, Menschen, die den Propheten als gewöhnlichen Menschen betrachten, sie haben wenig Verstand, sie haben wenig Intelligenz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem normal fiziki olarak da yani bize benzemiyordu. Yani şey görünüşte insanların en güzeli, en şeyi görünüşte bile uzun insanla görürse kısa gözükmez, kısa şey fazla uzun gözükmez. Yani sıfatları, zahiri sıfatları da insan normal insana benzemezdi. Seine äußerlichen Merkmale, das heißt seine Körperstatur, ähnelt auch nicht dem eines gewöhnlichen Menschen. Sie war wunderschön, sie war perfekt. So war es, dass Menschen, die kleinen waren und neben ihm standen, so war es, dass unser Prophet nicht zu groß wirkte, neben diesen kleinen Menschen. Wenn Menschen sehr groß waren, so war es, dass unser Prophet nicht sehr klein wirkte neben ihm. Görünüş olarak da 60 yaşında olduğu vakit bile 30 yaşlarında gibi gözüküyordu yani. Selbst als er sein 60. Lebensjahr erreichte, sah er aus, als wäre er 30. Saçında, sakalında ve 6-7 tane beyaz varmış. In seinem Bart und in seinem Haar befanden sich vielleicht nur 5 bis 6 graue Haare. Onun yani o şeyi tahammül edecek, vahiyi tahammül edecek, o Kur'an-ı Azimşan'ın bu ümmete tahammül edecek, Allah kuvvet vermiş. Kimse yenemezdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Und da er die Offenbarung erhalten hat, empfangen hat, hat ihn Allah zu einem sehr, sehr starken Menschen gemacht. Denn eine Offenbarung zu empfangen, bedeutet viel Kraft zu haben. Und so war es, dass niemand auch in einem Kräftemessen ihm überlegen war. Mekke'deyken müşriklerin birisi kafa tutmuştu. Yani pehlivandı yani güreşçi. Kimse yenemiyordu o adamı. Demiş hadi tamam sen beni yenersen ben Müslüman olurum. Ben yenersem sen bu davadan vazgeçersin demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. So gab es in Mekka einen Mann, der bekannt war. Er war Ringer, er war von seiner körperlichen Statur her ein sehr, sehr großer, breiter Mann. Und bis zu jenem Tag hatte es niemand geschafft, ihn im Kräftemessen, im Ringen zu besiegen. So forderte dieser Mann den Propheten sallallahu alaihi wasallam heraus und sagte, wenn ich dich besiege, dann siehst du von deinem Weg ab, aber wenn du mich besiegst, dann werde ich deinen Glauben annehmen. Birisi taşmışlar hemen bir hamlede Peygamber onu yere attı. So begann dieses Kräftemessen, dieser Kampf und mit einer Bewegung, mit einer Aktion schaffte es der Prophet sallallahu aleyhi ve sellem, ihn auf den Rücken zu bringen. Adam şaşırmış ne oldu diye. Demiş, çok ben sen gafil davrandın demiş. Yani baştan yapalım demiş. Der Mann war sehr verwundert. Und daraufhin sagt er zum Propheten, ich habe dich unterschätzt und habe nicht clever gehandelt. Ich möchte eine Revanche. Gerne, ich möchte gerne abgeschlossen. Und dieses Szenario wiederholte sich. Unser Prophet konnte ihn mit einer Aktion wieder auf den Rücken bringen. Üçüncü defa gene atınca, demiş hadi, bir şey diyemedi. Hadi Müslüman ol demiş. Yok de ben sen bana büyü yaptın, kimse beni yenemezdi. Und dieses Szenario wiederholte sich zum dritten Mal, da der Mann diese Niederlage nicht akzeptierte. Und nach dem dritten Sieg
sprach der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Mann an und sagte, dass er jetzt den Glauben annehmen soll. Und so wie immer behauptete der Mann, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn mit Magie quasi verhext habe und er nur aufgrund dieser Magie verloren hat. Söylemiş, emir gelmiş bu Peygamber Efendimizin karşısına tartalım nasıl olur diye bir adam koymuş, Peygamber Efendimiz daha ağır gelmiş. İkinci adam koymuşken daha ağır gelmiş. Und so gab es ein Vorfall, ein Ereignis, in dem der Erzengel Gabriel aleyhisselam schauen wollte, wie viel der Prophet eigentlich wiegt, wie viel er auf die Waage bringt. Und so war es, dass auf die eine Seite der Waage ein Mann gelegt wurde, hingestellt wurde, der zweite Mann, der dritte Mann, und unser Prophet wog mehr als alle anderen, als all diese drei Personen. Und so sagte der Erzengel Gabriel, dass selbst 10 Personen nicht überwiegen könnten. Selbst die gesamte Menschheit, wenn sie auf die eine Seite der Waage gelegt werden würde, den Propheten sallallahu aleyhi ve sellem nicht überwiegen könnten. Peygamber bazen kayanın üstünde yürüdü mü, ayağın izi çıkardı. Var öyle, Kadam-ı Şerif'te gösterirler şey. Und wenn die Nicht-Muslime verstarben, dann erkannte man den Fußabdruck des Propheten sallallahu aleyhi ve sellem. Aber wenn er auf dem Sand lief, dann erkannte man seinen Fußabdruck nicht. Peygamber'in sıfatları saymakla bitmez. Gölgesi yoktu, nurdu diye gölge yoktu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Es ist unmöglich, all seine wunderschönen Eigenschaften aufzuzählen. Eine weitere ist beispielsweise, dass er keinen Schatten hatte, denn er war Nur, er bestand aus Nur und warf keinen Schatten. Bu şeytan kandırdı. Şeytan kandırdı. Gençler var. İşte dün söylüyorlardı. Bu internet hem şeytanın en büyüğüdür, hem bazen de işe yarıyor. Fazla yaramıyor ama idare. Artık ne yapacağız, idare edeceğiz. Und eine der größten Werkzeuge von Shaitan ist das Internet. Über das Internet, über die sozialen Medien legt Shaitan regelmäßig die Jugend rein. Aber genauso könnte man, wenn auch nicht viel, das Internet im positiven Sinne nutzen. Şeytan kandırıyor gençleri. Siz bunlardan peygamber bizim gibi adamdır, öldü gitti, sakın şey yapmayın filan diye. Öyle şey yapıp ona hürmet edenlere de düşman oluyorlar. So schaffen es bestimmte Menschen über das Internet die Jugend davon zu überzeugen, dass der Prophet sallallahu aleyhi ve sellem verstorben ist und wir ihn nicht mehr wertschätzen sollen, nicht mehr auf eine hohe Art und Weise wertschätzen sollen. Und sie gehen darüber hinaus und sagen, hasst die Menschen, distanziert euch von den Menschen, die den Propheten sallallahu aleyhi ve sellem intensiv wertschätzen. Bir şey zannediyorlar yaptıkları, bizim Türkçe'de ayağına sıkıyor derler, bu ayağına değil de doğrudan kalbine sıkıyor. Sie denken, dass sie viel bewirken, viel Positives bewirken, dass sie damit etwas erreichen. Im Türkischen gibt es ein Sprichwort, wo es heißt, man schießt sich in den eigenen Fuß. Was diese Menschen machen, ist nicht, dass sie sich in den eigenen Fuß schießen, sondern sie schießen sich ins eigene Herz. Helak oluyorlar, boş yerine başkalarına da kötü örnek oluyorlar.
yola geleceğine de yol insanlar kaçırıyorlar. Gençler de sonunda iman olmadığı için sonları da Allah muhafaza etsin. Sie vernichten sich selber mit ihrem Weg, den sie eingeschlagen haben, und sie stellen auch ein schlechtes Beispiel für andere Menschen, die ihnen zuhören, und damit verlieren sie auch am Ende ihren Glauben, und am Ende wird Allah über sie urteilen, möge Allah sie vom richtigen Weg überzeugen. İslam aynı değil, aynıdır da hani Müslüman İslam olur da imanı olan azdır. Der İslam und der Glaube, İman und İslam ist zwar das gleiche, aber es kann sein, dass jemand den İslam trägt, aber keinen İman hat. İslam dedin, herkes kelime şehadet ederdi, Müslüman oldu. Denn İslam bedeutet, dass der Mensch die Şehada, das Glaubensbekenntnis ausgesprochen hat. Ondan sonra iman geliyor. İman da gaybe iman demektir ki, o da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediklerine, hepsine iman etmektir. İman bedeutet, dass man das Gayb bezeugt und daran glaubt. Und das heißt, dass man die Worte des Propheten sallallahu aleyhi ve sellem, sämtliche Worte des Propheten sallallahu aleyhi ve sellem ernst nimmt und an diese glaubt. Peygamber Efendimiz'in sözleri açıktır. Öldü gitti derler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diridir. Kabrinde yaşıyor. Çünkü hadis-i şerif var. Kim bana selam verirse ben de ona selamımı gelip söylerim. Unser Prophet sallallahu aleyhi ve sellem ist lebendig. Er ist lebendig in seinem Grab. Sie behaupten zwar, dass der Prophet sallallahu aleyhi ve sellem verstorben ist und wir keinen Nutzen mehr von ihm haben können, aber mit einem Hadith ist es belegt, dass der Prophet sallallahu aleyhi ve sellem sagt, wer mich grüßt, dem antworte ich. İşte buna iman etmezler onlar. Öldü derler, gitti, şey yapmazlar. Her yani söylediklerini söylemek de bize ağır gelir. Söylediklerinin binde birini söylemiyoruz. En hafifini söylüyoruz bu dedikleri. Artık öteki söyledikler doğrudan imandan çıkmışlar gibi İslam'dan da çıkabilirler yani. Und sie glauben beispielsweise an diese Überlieferung nicht. Und wir erwähnen hier nur einige dieser Punkte, an die diese Menschen glauben, denn es ist sehr schwer, diese Worte überhaupt in den Mund zu nehmen. Und diese Ansichten dieser Menschen kann nicht nur dazu führen, dass sie ihren Iman verlieren, sondern sogar, dass sie den Islam, die Religion komplett verlieren. O kadar onunla beraber olmuş oluyoruz. Aynı anda bazı insanlar diyor, Peygamber'e dua et de rüyamızda görelim diyorlar. Und je mehr wir den Propheten sallallahu aleyhi ve sellem lobpreisen, desto mehr werden wir mit ihm eine Verbindung aufbauen. Viele Menschen wünschen sich, den Propheten sallallahu aleyhi ve sellem im Traum zu sehen. Görmene gerek yok. Sen iman, sen zaten selam, salat selam getiriyorsun, o sana salat selam veriyor Peygamber anında. Und diese Menschen trauern aufgrund der Tatsache, dass sie eventuell den Propheten sallallahu aleyhi ve sellem nicht im Traum sehen, weil sie benötigen den Propheten gar nicht im Traum zu sehen. Denn wenn wir Salam und Salat auf den Propheten sprechen, dann erwidert er das genauso mit dem Salam und dem Salat. Bir nimettir. İnsanlar insanları şeytan kandırıyor ki fazilete erişmesinler. Und das ist eine gewaltige Gottesgunst. Das ist ein gewaltiges Geschenk Allahs und Şeytan versucht uns davon abzuhalten. İşte
böyle meclisler olunca insanlar geliyor ama tabi başka o şeytanın kandırdığı cemaatler olunca bunun 100 katı insan toplanıyor. Solche Versammlungen wie hier finden statt, aber diese Menschen, die ein schlechtes Beispiel darstellen, sie versammeln sich auch und sie machen ihre Arbeit gut und legen viele Menschen rein, sodass ihre Versammlung vielleicht das Zehnfache solcher Versammlungen darstellt. Çünkü onlara nasip olmamış. Zaman ahir zaman olduğu için fesat yani kötülük çoktur. Müslüman olsa gözükse bile Müslümanlara daha fazla zarar olan şeydir bunlar. Denn wir leben in der Endzeit und in der Endzeit ist das Böse sehr stark und dieses Böse führt zu dem, was vorhin gesagt wurde. Bu meclisler çöldeki vahalar gibidir. İnsanlar susamış olanlar gelip nasipleniyor. Susayıp da serap görenler helak oluyor. Und solche Versammlungen wie diese sind wie Oasen, wie Teiche in der tiefsten Wüste. Menschen, die kurz vorm Verdursten sind, können hier etwas finden hier etwas zu trinken. Sie finden Erleichterung. Und diese anderen Versammlungen, über die wir gesprochen haben, das sind wie Wüsten und wie Teiche, die man sich nur vorstellt, die am Ende gar nicht existieren. Ja, çağırıyor kendisine, gelin burada vahadır, su var, gelin kurtulun bu sudan için. Yok diyor, bak orada deryalar, pınarlar akıyor, serap olarak görüyor, oraya gidiyor, orada helak oluyor. Bir şey zannediyor orasını. Diese Menschen, die zweiteren, die Menschen, die ein schlechtes Beispiel darstellen, befinden sich in dieser Wüste und rufen zu den Menschen, kommt hierher, hier findet ihr Wasser. Und die Menschen fallen darauf rein und rennen zu diesen Menschen und am Ende finden sie das Wasser nicht und verdursten. Allah hakikati görenlerden eylesin, doğru yoldan ayrılmasın inşallah, ayrılmasın bize. Möge Allah uns zu denen gehören lassen, die die Wahrheit erkennen können, die auf dem Weg der Wahrheit bleiben. Und Allah tabbida Fatiha. Fatiha. Fatiha.